Fürstenberg, da geht heute Abend die Post ab. Da oben herrscht tiefster Winter und den mögen nicht nur die Skifahrer, sondern auch die Snowboarder. Und da wiederum sind die Freerider die absolut coolsten und zudem extrem kreativ. Die haben sich nämlich ihren eigenen Funpark gebaut. Mittendrin Kollege Heiko Hillebrand. Heiko, ist denn ordentlich was los? Scheint so, Kamera wackelt schon. Sehe ich gar nichts mehr. Ja, es ist ideales Snowboardwetter, Michaela. Es ist knackig kalt mittlerweile. Es hat heute Nachmittag ein bisschen geregnet. Jetzt hat es angefangen zu schneien. Und es ist hier taghell über das Flutlicht. Man kann also die Hügel und die Obstacles, wie die heißen, ideal sehen. Und ich frage einfach mal hier so in die Runde. Und man duzt sich hier auf der Funparkpiste. Ne? Das habe ich gelernt. Ja. Ganz klar. Ist es wirklich ein schöner Park hier? Es ist absolut super hier. Die Leute sind cool, die Stimmung ist super. Wir haben Musik am Start. Es ist einfach perfekt bei dem Licht. Man kann super fahren, man sieht alles. Es ist taghell. Einfach super, super, super geil. Super, danke. Damit die Snowboarder hier gut fahren, haben sich ein paar Leute aus Winterberg ordentlich ins Zeug gelegt. Ja? Es gab ja schon immer einen Funpark in Neu-Astenberg. Aber seit Herbst sind hier 10 Leute dabei, die haben gesagt, wir bauen den weiter, wir bauen den auf. Und wir bauen neue Geräte rein. Und was sie auch immer machen müssen, ist, vor so einem Abend, heute vor so einem Abend, den zu shapen. Ja? Und bei diesem Shapen haben wir heute Nachmittag mal zugeguckt. Das heißt also restylen eigentlich, da werden die Schneemengen nachgeformt und das machen die jungen Leute hier vor allen Dingen mit Hand und Schippe. Ja? 80% der Schneemengen hier, Schneehügel, haben sie auf diese Weise angehäuft. Es sind alles von Profi, also Cracks kann man sagen. Ne? Und die kennen sich aus und die wollen, dass eben alles perfekt ist. Damit die Boarder von überall herkommen ins Snowboard-Mekka Neu-Astenberg, wie sie sagen. Und ja, sie nennen sich Think Big, das heißt groß denken. Ja, sie greifen nach den Sternen, ne? Wenn sie schon sagen Neu-Astenberg, Snowboard-Mekka. Und ja, wir wollen uns das jetzt mal angucken. Hier vorne ist jetzt ein Bitte? Rail aus Holz. Das haben die aus heimischer Fichte gebaut. Und ist ganz stylisch. Von da oben kommt jetzt die Kim angefahren. Die will das mal für uns ausprobieren. Na, sie traut sich vielleicht doch nicht. Wie weit ist das Teil schon? Kann man schon drüber fahren oder noch nicht so ideal? Ja, es kommt, es wird. Also wir haben jetzt mittlerweile schon fast alles fertig und kann man drüber fahren. Super. Florian Hermes, dich sehe ich gerade hier. Du bist einer der ersten Leute von Think Big. Warum legt ihr euch so ins Zeug? Warum reißt ihr euch quasi den Hintern auf, um hier sowas zu schaffen? Ja, wir wollen einfach den Snowboardsport in der Region einfach fördern und zeigen, was für Möglichkeiten wir hier haben. Und somit halt auch einfach mehr Leute nach Winterberg und vor allen Dingen nach Neu-Astenberg natürlich locken. Euch geht es um euren Spaß, aber auch um den Spaß anderer Leute, ne? Ganz genau. Einfach damit auch mal andere Leute von woanders sehen, was hier möglich ist, was wir hier möglich machen können. Jetzt haben wir genug geredet, jetzt wollen wir uns mal angucken, wie der Spaß aussieht. Wir haben nämlich heute Nachmittag ein paar schöne Impressionen eingefangen. Okay, und genau so stylen sie eben hier. Heute Abend noch bis 22 Uhr, dann wieder Freitag, Samstag von 19 bis 22 Uhr. Ja, und so sieht es eben aus. Fun haben im Funpark Neu-Astenberg. Ja, danke, Heiko. Da kriegt man ja richtig Lust, oder? Ich weiß nicht, ob ich das trauen würde, aber es reizt doch ein bisschen. Egal.